Hallo Leute, der Sorero ist wieder da mit einer neuen Folge No Man's Sky. So, ich muss hier erstmal ein bisschen aufladen. Ich habe einiges gemacht. Den aufladen. So. Und möchte euch ein bisschen was zeigen. Ich war im Off unterwegs. Sehr gut. Und hab eine Siedlung. So, Siedlung ist keine Basis irgendwie. Aber ich habe eine Siedlung gefunden. Und dachte, also ich bin quasi Siedlungsaufseher, nicht Verwalter heißt das, glaube ich. So, ja, das ist eine Siedlung. Ist jetzt keine allzu tolle Siedlung bis jetzt. Vor allem macht sie Schulden. Aber es ist eine Siedlung und ich, so wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die verbessern nach und nach. Und dann irgendwann wird die richtig gut und macht dann Plus und liefert dir beständig Sachen. Ja, das ist das Erste. Ab und zu kommen hier mal irgendwelche Wächter und greifen diese Siedlung an. Und das war gerade der Fall. Und ich musste mich gerade mit einigen Wächtern rumschlagen. Mit einer ganzen Menge Wächtern sogar rumschlagen. 6 Stück, das war ganz schön heftig. Aber habe ich geschafft. Und ja, wir schauen jetzt mal ins Siedlungsmenü, da kann ich nämlich irgendwas machen. Man muss so ab und zu mal irgendwelchen Streit schlichten oder irgendwas bauen. Vorher natürlich noch, wie immer, wenn es dir gefällt, freue ich mich über ein Like. Da hinten ist noch was, das kann ich noch aufsammeln. Freue ich mich über ein Like. Gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben, wenn du es möchtest, wenn du was beizutragen hast oder eine Frage hast, so einen Kommentar da. Und wenn du den Kanal unterstützen willst, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. So, das ist das eine Neue. Wir gucken erstmal hier rein. Und dann muss ich euch gleich noch mehr Neues berichten. Denn ich war gar nicht unfleißig, um es mal so ganz banal zu sagen. Es gibt hier ein Verwaltungsterminal. Und das gibt nicht immer in der obersten, das oberste Element. Also dieses ist manchmal leer. Kann man manchmal nichts machen. Manchmal ist da Streitschlichten oder dann kommt irgendjemand Neues. Und es gibt Baugelegenheiten. Ich kann also irgendwas machen. Ich kann entweder ein Lagerhaus bauen, ein kommerzielles Depot oder ein Hydrosilo. Okay, da das mehr... Warte mal. Die Daten zeigen eine Zustimmungsrate von 37% für das kommerzielle Depot. Dann machen wir das. So. Das ist Normalfall. Oh, warte, ich muss erstmal raus. Baubeginn heißt, das wird tatsächlich gebaut. Und eine Sache, die ich vorher noch mache, so viel Zeit muss sein. Ich baue hier mal die tragbaren Raffinerien. Ich brauche nämlich auch nämlich noch chromatisches Metall und habe mir im Off noch Kupfer besorgt. Da. So, dann starten wir das mal. Das kann dann mal laufen, während ich hier unterwegs bin. Also, hier ist jetzt die Baustelle. Und jetzt muss ich tatsächlich da nämlich auch Sachen hinzufügen, dass das gebaut wird. Ja, das ist meine Aufgabe. Das kostet 140 Ferrit. Und dann dauert das, wartet mal, eine Stunde. Uiuiuiui. Eine Stunde. Also, das ist erstmal das. Dann kommt das Dach drauf. Das kostet nochmal irgendwas. Und dann kommt noch der Innenausbau. Oder zumindest war es bei den bisherigen so, dass es diese drei Sachen gab. Ja, was habe ich schon gebaut? Wartet mal, irgendwo habe ich schon was gebaut. Das da, glaube ich, habe ich schon gebaut. Und ja, genau. So, und dann hoffe ich, dass Stück für Stück sozusagen diese Siedlung verbessert wird und effizienter wird. Und ich irgendwann eben meine Wartungskosten... also meine Produktivität über den Wartungskosten liegt und damit meine Schulden verringern. Und hier kann man auch irgendwie das noch verbessern. Also Koch habe ich schon einen eingestellt, der kam einer. Jetzt gehen wir nochmal gucken hier rein, ob es hier noch irgendwas gibt. Und ansonsten zeige ich euch gleich eine andere Neuigkeit. Keine ausstehenden Entscheidungen, genau. Aber manchmal ist das halt so, dann kann man nichts machen. Mal gucken, mal das chromatische Metall schon mal aufsammeln. Nehmen wir mal einen Anzug. Das lassen wir mal einfach weiterlaufen. So, die nächste Neuigkeit betrifft das Ding hier. Und jetzt denkt er, was ist denn mit seinem Schiff passiert? Ja, ich habe mir ein anderes Schiff besorgt.
ein neues. So ein mit so einem Bogen wollte ich ja schon haben. Und, achso, ich wollte gar nicht einsteigen. Na gut, steigen wir wieder aus. Dieses Schiff hat quasi die Möglichkeit, oder ist ein Klasse-B-Schiff. Wir gucken mal rein. Raumschiff ist Klasse B, mein vorheriges war Klasse C. Und jetzt fragt ihr euch, warum hast du dir denn ein Klasse B-Schiff geholt? Und vielleicht auch, wie hast du es bekommen? Und kein Klasse A- oder S-Schiff? Ja, weil das konnte ich mir leisten. Ja, also ihr seht, ich habe nur noch 3,1 Millionen Units. Klasse A-Schiff oder vor allem Klasse S-Schiff wäre einfach zu teuer gewesen. Und was, ihr seht, ich habe schon hier einige Sachen reingepackt. Vor allem hatte dieses Schiff initial schon ein Schadenspotenzial von 130 oder so, während mein anderes Schiff auch mit den Modifikationen, die ich ja hatte, mein Schiff davor, nur ein Schadenspotenzial von 55 hatte. Ich hatte nämlich im Off, ich glaube es war, als ich in dieses System hier gekommen bin, nochmal so einen Kampf, wo ich Piraten besiegen sollte, die einen Frachter angegriffen haben. Und wieder gab es den Fall, dass die letzte, oder zumindest dann irgendwann zwei Piratenschiffe waren, wo ich keinen Schaden machen konnte. Ja, und das war total nervig. Und deswegen habe ich beschlossen, ein besseres Schiff muss her. Könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu denkt. Ich weiß, dass man es auch noch umbenennen kann. Ja, ja. Aber es hat jetzt nicht extrem viele Frachtplätze, aber ein paar. Und ein paar Technologiesachen habe ich auch noch frei. Das hier will ich noch machen. Antimaterie habe ich nicht. 5 Antimaterie. Wartet mal kurz. Mehr herstellen. Mehr herstellen. Mal 5, genau. Das habe ich aus dieser kugelförmigen Raumstation, die man rufen kann, habe ich dieses Ding gelernt hier. Und das ist ein automatisches Start-Ladesystem. Das heißt, das lädt automatisch, wenn das Schiff steht, die Schubdüsen wieder auf. Was, glaube ich, ganz nett ist. Ja, hoffe ich mal. Also das heißt, meine Startschubdüsen, Pulsantrieb, Startschubdüsen, da ihr seht, sie haben nur noch 25%. Das wäre vielleicht ganz nett. Das spart mir hoffentlich ein bisschen Schreibstoff. Eine andere Sache, die ich mir da auch gekauft habe, die gibt es auch, ist, dass ich die Komponente Atlas Pass V1 und V2 habe ich auch gekauft. Wartet, da V2. Machen kann. Kann ich selber herstellen. Ich habe mich immer gefragt, wo kriege ich den her? Ich kann einfach den Blueprint, die Vorlage, wie heißt denn das Ding? Blueprint. Das ist ein deutsches Wort für, oder? Na, ist ja egal. Kann ich auf dieser Station kaufen gegen Naniten und kann mir den dann einfach herstellen. Habe ich gemacht und damit kann ich jetzt alles öffnen, was Atlas Pass V1 benötigt. Cadmium habe ich nicht, deswegen kann ich den nicht bauen. Was ich aber noch machen kann, sind Solarspiegel und davon brauche ich tatsächlich 2 Stück. Nämlich für im Multi, war das hier im Multi-Werkzeug? Magnetisiertes Ferrit brauche ich auf jeden Fall noch. Bin ich gerade verwirrt. Irgendwo brauchte ich doch. Im Raumschiff? Nicht? Nee. Nicht. Irgendwas hatte ich, wofür ich das brauche. Exo-Anzug? Total verwirrt. Ich weiß, dass ich irgendwas damit machen wollte. Das für irgendwas brauchte. Jetpack. Ich verwirre mich gerade selber. Ach hier, Solarspiegel. Dafür brauche ich die beiden noch. Ich dachte, für irgendwas brauche ich die doch noch. So. Automatisches Startladesystem installiert. Und wird dann wieder aufgeladen. Ist schon bei 26%. Super. So. Jetzt gucken wir erstmal zur Raffinerie und nehmen die mal auf. Ja. Und ich zeige euch noch, natürlich auch noch in dieser Folge, wie ich wo ich mir
beziehungsweise wie man zu einem neuen Schiff kommt. So, und zwar müssen wir dazu aber ins Raumschiff starten, weil hier geht es tatsächlich nicht, beziehungsweise gucken wir noch einmal, nee, anders, hier rein, ob es noch irgendwas gibt, was wir machen können, wenn wir schon hier sind. Keine ausstehende Entscheidung. Okay, so. Das Ding wird sowieso noch eine Weile brauchen, bis es fertig gebaut ist. Dann starten wir mal. Startschubdüse 4%. So, muss ich mal kurz ein bisschen hoch. Ich weiß nämlich nicht genau, in welche Richtung ich jetzt muss. Gibt nämlich ganz in der Nähe dieser Siedlung hier so eine Handelsplattform. Muss ich jetzt nur finden. Das ist sie nicht, definitiv nicht. Ich glaube in die Richtung. Aber gerade nicht ganz sicher. Das ist komisch, dass die dann nicht angezeigt werden, auch wenn du da schon mal warst. Sei denn, man kann irgendwas machen, dass man da einen Wegpunkt setzt oder so und dann findet man die wieder. Weil jetzt suche ich sie nämlich gerade und ich weiß, dass ganz in der Nähe eine ist. Ich habe mir noch nicht gemerkt, in welche Richtung. Super, oder? Da vorne. Nee, doch nicht. Ah, ich dachte hier. Mann! Das kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß, dass die wirklich, wirklich in der Nähe war. Und jetzt suche ich mich gerade dumm und dämlich. Ich habe mir auch natürlich auch nicht gemerkt, in welche Richtung die war. So, ganz clever. Okay, wisst ihr was? Wir fliegen mal ein bisschen hoch. Ich glaube, von weiter oben haben wir eine bessere Übersicht. Wir können einfach mal runter gucken. So, wo ist denn? Da ist das. An sich wird die dann relativ früh eingeblendet. Glaube ich zumindest. So zumindest meine Hoffnung. Sonst suche ich mich dumm und dämlich und kann es euch nicht zeigen. Bis jetzt noch nicht. Auch gerade keine anderen Schiffe zu sehen. Da gibt's was. Das ist eine kleine Siedlung. Das ist auch nicht schlecht. Aber das meine ich gerade nicht. Hm. Nochmal hoch. Irgendwie muss ich das Ding doch finden können. Irgendwie kann man den auch auf hoch. Kann man den doch auch einstellen, dass man Third Person hat, oder? Dass man den von außen guckt. Ich weiß nur gerade nicht wie. Vielleicht kann man es auch nicht machen. Hier! Also, fast vorbeigeflogen. So, landen wir mal kurz. Also, wenn ihr euch ein anderes Raumschiff suchen wollt, empfehle ich euch entweder so ein Handelsding hier oder auf eine Raumstation gehen. Das sind die beiden Optionen. Oder was heißt die beiden sinnvollsten Optionen? Mir ist es jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass Leute einfach wirklich, dass ich irgendwo rumgelaufen bin, auf einmal landet vor mir ein Raumschiff und ich kann mit dem Typen handeln. Das sieht auch nicht schlecht aus.
So, und dann landen hier Raumschiffe und dann könnt ihr euch die angucken. Das kann man sogar so machen und sagen, sehen, was das für ein Typ ist. Klasse Wert, Shuttle B. Das ist Klasse B, ein Shuttle Klasse B. Das ist ein Jäger Klasse B. Ja, ich habe, glaube ich, auch einen Jäger. Ich habe auch einen Jäger Klasse B. Da kann man schon mal gucken. Und dann kann man nämlich sagen, ah, gucke mal, hallo. Und dann sagt man, Angebot für das Raumschiff der Lebensform machen. Und sieht jetzt hier, was ist es? Schadenspotenzial. Guck mal, das hat zum Beispiel 170 so. Und dann kann man Preisverhandeln machen. Und da sieht man auch nochmal seins im Vergleich zu dem neueren. Ja, zum Beispiel hat meins 17 von 26 Technologie, 22 Technologie. Das heißt, das hat mehr Technologiesachen als meins. Das ist tatsächlich gut. Ja. Aber ihr seht es hier, eintauschen, also meins gegen das tauschen, würde mich 11 Millionen kosten. Uiuiuiui, so viel habe ich nicht. Ja. Und dauert jetzt ein bisschen. Ich glaube, nee, habe ich mit denen noch nicht geredet. Lernen wir mal noch ein Wort. So. Das ist ein Klasse C. Das ist ein Klasse B. Das ist ein noch nicht gelandet. Das ist ein Klasse A. So, jetzt gucken wir mal, was das Klasse A hier ist. Also zu den Kollegen hier hinlatschen. Wehrpflichtiger. Fliegt ein Klasse A Raumschiff. So. Raumschiff. Klasse A. Preis verhandeln. Verhandeln ist nicht wirklich, aber okay, eintauschen 8,5 Millionen. Ja. Da sieht man mal, was dann da so ist, was der hat. Ich kann auch mir gucken, wie viele Frachtplätze der hat. Ja. Und so. Also, das Klasse A-Schiff ist jetzt nochmal deutlich besser als meins. Muss man so sagen. Neidlos sagen. Aber okay. Manövrierfähigkeit. Die ganzen Module, die ihr selber hinzugefügt habt, die solltet ihr entfernen, bevor ihr, wenn ihr es eintauschen wollt. Wenn ihr ein neues kaufen wollt, ein zweites kaufen wollt und euers behaltet, dann ist das okay. Aber wenn ihr es eintauscht, ja, dann solltet ihr die Module vorher ausbauen. Aus dem einfachen Grund, dann könnt ihr sie nämlich in dem neuen Schiff wieder einbauen, ja, und müsst die nicht alle neu herstellen. So, hier. Also, leider gibt es hier bis jetzt, habe ich hier, oh, ein Antimateriegehäuse, das ist schon mal nett. Und zwar das eher verdichteter Kohlenstoff, was jetzt nicht schlecht ist, aber ist halt nicht so der Bringer, ja. Und dann guckt ihr euch ja an, welche Schiffe gibt's, wie sehen die aus, gefällt's euch nicht, welche Klasse haben die und... Ja, entweder ihr fliegt dann mal weiter, fliegt irgendwo anders hin und guckt nochmal hier und da und dort. Ja, das ist Klasse A. Hier steht sogar der Preis, oder zumindest der Wert, 13 Millionen. Ja, und eins hat einen Wert von 6,85 Millionen. Gucken wir mal, was das hier ist. B, 6,85 Millionen, ist ungefähr gleich wie meins. Okay, jetzt ist hier gerade keins, aber im Endeffekt müsst ihr dann auch mal gucken, weil die starten und landen halt hier sehr, sehr viel. Das heißt, es macht mehr Sinn, das hier zu machen oder auf einer Basis, als irgendwo, wo nur ganz wenig Schiffe vielleicht mal ankommen. Ja, aus dem einfachen Grund, weil, naja, geht halt schneller. Oder die Chance, hier was zu finden, ist deutlich höher. Okay, das gestartet. Ihr habt auch nicht allzu lange Zeit. So eins will ich dann auch nochmal haben. Ja. Weil ich fand das vom Aussehen, war das das, was ich vorher hatte? Ich fand das vom Aussehen ziemlich cool. Von innen ziemlich cool. Ja. Preis verhandeln. Aber das hat halt hier, ihr seht jetzt Schadenspotenzial 55. Mal ganz ehrlich, das Ding macht überhaupt keinen Schaden. Das ist eine Katastrophe. Ja? Und ja.
tauschen immer noch 1,6 Millionen. Wo es jetzt nicht wirklich dolle besser ist. Aber so ist das. So, ich wollte jetzt nochmal kurz hier rüber. Die Sachen hier noch. Uiuiuiui. Die Sachen hier noch einsammeln. Entschuldigung. Und dann machen wir Schluss, weil ich suche ja jetzt gar kein neues Raumschiff. Sondern ich will jetzt erstmal, werde noch ein bisschen erkunden, werde mich noch ein bisschen hier rumtreiben. Auch nochmal gucken. Da kommt eins, so wie ich habe. So, aber ich kann es doch. Jäger, Klasse B. Nee, das ist meins. Hä? Nee, es ist, doch, das ist quasi wie meins. Heißt sogar gleich. 6,8, Klasse B, ja. Okay, ich mache dann hier Schluss. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch hier viel Spaß mit No Man's Sky oder mit was immer ihr gerade spielt oder schaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute.